gewisse Art von Content funktioniert ja immer, deswegen hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir kümmern uns heute um Zuckererbsen und weil die kleinen Dinger hier ganz oft einen Höhenflug bekommen und in die Höhe wachsen wollen, bauen wir denen jetzt ein fancy Gerüst. So, was machen wir heute? Fitnessvideo. Das ist meine Zeichnung eigentlich. Ich habe eine Zeichnung gemacht. Ich meine, ist das nicht so, als wäre die sonderlich gut, als müsste man die jetzt sehen. Also ich habe mir das hier so vorgestellt. So, zwei Leisten, zack, und dann läuft eine nach hinten und dann machen wir das nochmal hier, so, zack, und zwei hier unten, da so, und dann machen wir so Bänder. Genau, die Bänder gehen dann so, und dann so, und dann kommen so Schrauben in die Bretter, hoch, runter, und das geht dann einmal hier durch. Das ist ungefähr das Niveau, auf dem mir mein Opa früher Bauprojekte erklärt hat. Und ich stand daneben und habe gar nichts verstanden. Aber wir gucken uns einfach das komplette Video an, dann wisst ihr auch, wie es geht. Ich wollte mir eine Schere holen, aber weißt du was, habt ihr schon unser Rotkehlchen gesehen? Guck mal, das war so dumm und hat sich da unten Nest gebaut auf dem Netzding. Ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, vielleicht holt es auch gerade Futter. Und weißt du, was das Problem ist? Ich wollte ja eine Hütte bauen, eine neue. Das heißt, die hier muss eigentlich weg. Jetzt kann ich die aber nicht wegkloppen, weil das wohnt ja da, das mache ich ja nicht. Das heißt, wir müssen warten, bis die Kinder geschlüpft sind und fliegen können. Das sollen die bitte schnell lernen, damit wir das Ding hier raushauen können. So, es ist so witzig, wie die Natur manchmal, wenn man dumm ist und seinen Schuppen nicht zumacht, so seine eigenen Pläne durchkreuzt. Aber ja, so ist es. So, Schere. Ich habe hier im Baumarkt diese tollen Latten gekauft. Wenn ihr noch cooler seid als ich, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Haselnuss im Garten habt oder auch eine andere Art von Gebüsch oder von Baum, wo ihr große so Ruten schneiden könnt. Das könnt ihr dann auch nehmen, ist dann noch ein bisschen nachhaltiger, aber ich habe schon meinen ganzen Schnitt, den ich hatte, auf den Wegen da verhäckselt. Ich habe gar nichts mehr über. Und die nehmen wir jetzt. Das sind so Kanthölzer, sind auch unbehandelt. Man kann die dann nochmal lackieren. Ja, ich weiß, mit der Witterung habe ich schon gelesen beim Blumenbeet. Das wird irgendwann vergehen. Das ist jetzt auch nicht gedacht, dass das die nächsten 20 Jahre übersteht. Und vielleicht werde ich das noch irgendwann mal abrauen. Ja, man könnte es schleifen. Ich weiß, da gibt es Splitter in den Finger. Wir sind hier nicht der Profi-Kanal. Wir machen das hier alles ein bisschen Freestyle. Wir kriegen es nicht mal hin, so ein Ding durchzuschneiden, weil unsere Schere stumpf ist. Das war auch so geil, stehe ich gestern an der Kasse, ne, mit den Dingern. Also so, heinisch, Popeye-Style, mit diesen beiden kompletten Paketen. Und dann hatte ich eine Mitarbeiterin, die auf jeden Fall, entweder war sie neu oder hat viel geschwänzt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte ich hier unten diese QR-Codes dran, wo man das scannt. Also der Preis war 1,70. Und da fragt sie mich ernsthaft, ach so, gilt der Preis für eine Latte oder für das Gesamtpaket? Wo ich mir so denke, Mäusi, wenn du mich jetzt fragen willst, natürlich gilt das dann fürs Gesamtpaket. Ich habe dann aber, ich war nett, ich habe gesagt, es gilt pro Latte. Sie hat mir aber nicht geglaubt. Sie sagt, das würde fürs Gesamtpaket gelten. Ich habe gesagt, du, ich zahle auch gern für die beiden Pakete insgesamt. Dann nur 3,40 Euro ist auch in Ordnung, aber am Ende des Tages habe ich dann noch 34 Euro bezahlt. So, wir nehmen uns erstmal 4 Stück mit. Gucken wir mal, wie wir klarkommen. Der Plan ist wie folgt. So, beziehungsweise so ist noch besser. Das Ganze nochmal da hinten und dann hier einen rein. Kluck. Dafür brauchen wir aber hier erstmal Löcher. Was brauchen wir, um Löcher in den Boden zu machen? Den guten alten Erdbohrer, den es nicht gibt. Den holen wir uns mal eben schnell. Und einen Hammer. Und Schrauben haben wir schon, habe ich schon besorgt. Ja, mehr habe ich nichts zu sagen. Machen wir das. Man könnte natürlich auch eine Schaufel nehmen, aber es macht ja nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt. So rechteckig 4 rein. Hier vorne, das ist ein bisschen mehr, weil mein Plan irgendwann ist, so einen Torbogen hier noch zu haben, damit man da durchlatschen kann und das dann hier hochrangt in meiner romantischen Vorstellung. Keine Ahnung, ob das was wird. Aber deswegen ist hier ein bisschen mehr. Aber das heißt, wir haben jetzt hier ein Kreuz, was bis hier geht und dann hier gleich das andere Kreuz. Kuhle ich hier noch den Kleber ab, damit wir kein Plastik im Garten haben. Das wollen wir nämlich nicht. Kleben wir an den Arsch. Gut, Hammer. Wenig effektiv. Okay, ich brauche irgendwas, wo ich mich draufstellen kann. Gute alte Rhabarber-Eimer, wir erinnern uns dran. Ich habe doch meinen Rhabarber eine Zeit lang überstülpt gehabt, damit er schneller wächst. Hält der mich? Die Frage ist ja, hält der den Hammer? Oh je. Florus, keep it green. Machen wir es auf der anderen Seite auch nochmal. Ja, wie ist das von der Geradigkeit her? Ausbaufähig. Dann fahren wir da jetzt mal eben eine Schraube rein. Ich habe viele Talente. Schrauben rein, Schrauben gehört definitiv nicht dazu. Aber hält. Das Ganze machen wir jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Oh, mein Arsch ist warm. Ich glaube, ich muss mir eine kurze Hose gleich anziehen. Tut mir leid, das müsst ihr euch dann leider geben. Die 4 Balken stehen. Ich ziehe mir kurze Hose an. Kurze Hose, witzig. Und dann kommen wir gleich zurück. Das macht in meinen Augen jetzt hier absolut Sinn. Das ist nicht doof. Zack, zack. Warte mal, komme ich dann hin? 1, 2, 3, 4. Könnte busy eng werden mit unten. Muss ich mal ein Brett erzählen. 12 Bretter habe ich auf jeden Fall nicht. Oh, hab doch 12. Ah, passt. Bei den Dämlichen liegt das Glück, oder wie war das? Oder wer Glück hat, ist dumm, oder? Wie geht das denn? Könntest du mal bitte in die Kommentare schreiben? Wie heißt denn der Spruch? Das Glück ist mit den Dummen. Dumme haben Glück. Irgendwie so. Scheint auf jeden Fall was Wahres dran zu sein. Das ist der Plan. Wie sieht's aus? Passbar?
Fassbar. Fassbar und machbar. Kriegt er erstmal hier eine Mittelschraube. Für Leute, die wirklich keinerlei Bizeps haben, ist das echt eine Herausforderung. Manche sagen ja nach dem Sport, oh, es ist so toll, fühlt sich, als hättest du was getan und bist so schön kaputt. Ich bin so, Junge, ist doch nicht schön. Total exhausted, stinkend, schwitzend, mir schlackern die Beine, das ist doch nicht geil. Was ist denn falsch mit euch? Ihr esst wahrscheinlich auch gern Rosenkohl oder könnt gut Schrauben festschrauben. Ich meine, ich habe ja auch eine Kappzugsäge, aber die ist jetzt gerade nicht da. Mit so einem Sägeding, wo man einfach reingehen könnte, zack, zack, klonk, bumm, fertig, ne? Nee, ich grube mir hier einmal die Hand zurecht, wie so ein Mann. Das sind jetzt hier unsere Gerüste. Hat jetzt gut geklappt, muss ich sagen. Bin ich selber erstaunt. Und das Gute ist ja, dass wir hier jetzt nicht unbedingt feste Verstrebungen brauchen, sondern ich habe mir überlegt, wir bauen so ein Bandsystem. Und dafür habe ich mir jetzt ganz viel Schrauben zusammengesammelt. Und ich werde jetzt hier unten in jeder Höhe von der Pflanze eine kleine Schraube setzen, jeweils auf den beiden Seiten. Und werde dann das Band hier rumwickeln, oben lang führen. Und dann wird es praktisch immer so hoch und runter gehen, sodass dann die Pflanze selbst hier mit ihren kleinen Kletterhaken sich an dem Band lang klettern kann. Und das Band ermöglicht einem natürlich ein bisschen flexiblere Bewegung, als das jetzt zum Beispiel ein Stab tun würde oder so. Und dann kann sich hier ran schön die Erbse nach oben ranken. Genauso wie hier. Die brauchen das, wollen gern hoch, die wollen sich irgendwo dran festhalten, die brauchen eine Stütze im Leben, so wie wir alle auch, und die geben wir ihr jetzt. Und die Schraube lasst ihr dann einfach so ein Stück nach draußen stecken, weil wir hier dann später das Band rumwickeln. So, jetzt sind die ganzen Schrauben drin und jetzt habe ich hier so ein Juteband und dann fangen wir einfach an, unten das festzuknoten beim ersten Schräublein. Könnt ihr ruhig ein paar Mal drum wickeln und dann gehen wir hoch, wickeln das ein, zwei Mal rum, dass das hier auch bleibt. Gehen noch mal runter und dann, jetzt kommt der wichtige Teil, klemmen wir die drunter und führen unten rum zur nächsten Schraube. Da wickeln wir dann wieder zwei, dreimal rum, gehen wieder hoch. So sorgt ihr nämlich dafür, dass jeweils die Stränge gerade sind, weil die Alternative wäre ja, wenn man jetzt direkt wieder runtergehen und zur nächsten Schraube gehen würde, dann würde man ja so ein schräges Band bekommen und dann hat man nicht diese schöne gerade Optik. Hingegen, wenn wir hier einfach ein paar Mal rumgehen und dann unten wieder unter der Schraube durchführen, bekommt man diese schönen geraden Verbindungen, die ja hinterher dann auch, wenn das Ganze zugewachsen ist, das Ganze einfach toll aussehen lassen. Wir wollen ja auch ein bisschen ästhetisch gärtnern, das wissen wir ja. Und dann sind wir wieder da, gehen hier nochmal rum und weiter zur nächsten Reihe. Könnt ruhig weiter auch hinten ansetzen, habt ein bisschen Platz nach vorne. Nehmt euch wieder das Garn und geht wieder hoch und wickelt ein paar Mal drum. Und so geht ihr komplett vor, bis ihr einmal rum seid. Da ist es, das gute Stück. Ich finde, das sieht ganz geil aus. Ich finde es echt nice und ich hoffe auch, dass es funktioniert. Die müssen jetzt noch ein bisschen größer werden und werden dann halt hier mit ihren kleinen Dödeln hier so tipp und dann werden die hier so schön hochranken. Und man hat das alles fein sortiert, man kann die schön abernten, man muss nicht da unten rumfleuchen und kräuchen und die freuen sich auch. Der nächste Step wäre dann für die hier vorne, die haben ja jetzt sozusagen gerade nichts zum Langwachsen, wie man sieht. Da bin ich am Überlegen, ob wir hier hoch so einen großen Bogen machen. Es gibt Menschen, die machen das mit Rosen. Rosen kann jeder, deswegen mache ich das mit Erbsen. Und da würde ich noch mal gucken, dass ich zwei Stück irgendwie organisiere, wo man dann hier schön durchlaufen kann, der dann im Idealfall zuwächst. Ich weiß nicht, ob die paar Dinger dafür reichen, aber das ist auf jeden Fall der Plan. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solche DIYs sehen wollt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auch über ein Abonnement. Und ihr könnt gerne die Glocke aktivieren, um über jedes Video, was jeden Sonntag online geht, informiert zu werden. Und ich schaue jetzt erstmal, was der Apfelbaum da drüben macht.